aber schön gekontert, der TBG. Faustino Oro, der neunjährige Weltrekordmann. Kennt ihr den? Der ist 9 Jahre aus Argentinien. Ich spiele gegen das Supertalent, den nächsten Magnus Carlsen. Ich habe ja ein Video gemacht, ne? Habt ihr gesehen, vor ein paar Tagen, Faustino Oro. Gucken, was der Kleine hier auspackt. Ja, mit dem Läuferpaar kann man ein bisschen hier was machen. Das kommt ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin. Gut, Raumvorteil müssen wir machen. Ich weiß die Maus keinen Faden ab. Also das muss eigentlich gut sein für mich. Da ist alles gedeckt. Gut, Springer A4. Das ist eine kleine Geschichte hier. Stört uns das? Ich muss mich mal entwickeln hier, ne? Na, Dame A4. Läufer G2. Auf. Okay, es geht hier. Und jetzt will ich die Dame tauschen. Der Kleine macht Druck. Aber ich bin mir nicht ganz sicher über die Güte dieser Züge. Springer E5, ne? Springer E5. Dann Läufer D2. Fuck. Springer E5 kommt aus dem Nichts hier. Das gibt's doch nicht. Muss den machen. Und dann den Läufer hier hinstellen. Total blöd. Ging nicht anders. Der Junge ist gut. Der Junge ist richtig gut. Turm G1. Turm rüber. Das geht? Wieso geht das? Ich muss gestehen, ich sehe es noch nicht, warum das geht. Läufer E5 geht nicht. Und auch Dame F2. Springer D3 gibt es natürlich. Ich kann aber wieder zurückgehen. Schon nervig. Turm G1 würde ich gerne machen. Wenn ich zu Turm G1 komme, ist alles okay. Jetzt spielt er ein bisschen ungenau. Ich habe gewonnen auf Zeit. Aber ich muss sagen, ich stand zwischendurch glatt auf Gewinn. Ne? Das war nur wegen Zeit.
Ich weiß gar nicht, warum ich wieder so ewig nachgedacht habe. Ich habe mich super verteidigt. Wirklich super verteidigt. Wirklich toll. Er hat super angegriffen. Ich habe super verteidigt. Und dann in Zeitlupe habe ich wieder. Völlig unnötig in Zeit und das Ganze noch abgegeben. Aber der ist natürlich viel, viel schneller als ich. Habt ihr das gesehen? Der ist ja unglaublich schnell. Er hat super angegriffen, wirklich, dass ich das nur verteidigt habe und dann stand ich völlig auf Gewinn und dann in Zeiten und dann völlig gaga, echt, völlig gaga eingestellt. Was ist eingestellt? Er war viel schneller und dann habe ich das nicht gewonnen, ne? Beziehungsweise dann 0,0, 0,1, total dummes Zeug dann am Ende. Na egal. D4 muss man, ne? Was sonst? Dahin, vielleicht Springer C5 irgendwann. Der D3 ist schwach. Jetzt tauscht er einfach. Okay, ich habe aber Dame B5 hier, ne? Ne, Dame B8. Quatsch, Dame B8. Dame B5, Springer D6, Dame B8. Nimm. Dame C8, Läufer F8. Ich müsste mal H4 spielen hier. Ich bin schon wieder viel, viel langsamer. Also für alle, die den Jungen nicht kennen, er ist der jüngste Spieler in der Geschichte des Schachs, der die Elo-Zahl von 2300 überschritten hat. Damit C8, König A7, ist jetzt nicht so schlimm. Da habe ich letztens ein Video gemacht. Ich weiß nicht genau wann, vor ein paar Tagen, ne? Sonntag ist es. Oh. Jetzt spielt er das so. Ja, Turm C7 geht doch nicht. Jetzt habe ich den hier. Das ist sehr, sehr gefährlich, was er macht. Wenn ich ehrlich bin. Komm, Angriff! Beste Verteidigung. Damit C6. Springer F4 habe ich. Na, damit C6 mache ich den hier, oder? Springer F4, Springer F4, nimm. Springer F4 droht. Und F4 ist eine Idee. Und wieder keine Zeit mal wieder. Er muss nehmen. Da glaube ich nicht dran. Das ist Remis, ne? Nee, das ist kein Remis. Oh nein, ey. Ich Idiot. Ja. Jetzt hat er declined. Das gibt's doch nicht. Ich stand doch auf Gewinn. Nein. Oder? Ja klar, ich stehe total auf Gewinn nach König A5, ey. Ja, Dame E3 war Quatsch. Läufer A6 sofort. Nein. Aber ist natürlich jetzt okay, ne? 1-1 ist ja völlig okay.